Moin, moin und willkommen zurück bei Sarah Malt. Ich bin Sarah, das ist Basti. Der absolut asynchrone Basti. Du bist asynchron, bist du oder nicht asymmetrisch? Das ist nämlich immer mein Problem. Ich verwechsel das jedes Mal. Nein, es ist tatsächlich asymmetrisch und das ist nämlich die Liste, die hat sich Basti ausgedacht. Deswegen darf Basti lieber vorstellen. Ja, und zwar bin ich ein Riesenfan von asymmetrischen Player Powers. Das heißt, wenn man irgendwie wenn die Spieler mit verschiedenen Kräften ins Spiel gehen oder wenn Fraktionen in Spielen verschiedene Fähigkeiten haben oder auch wenn einzelne Spielfiguren einzelne Fähigkeiten haben, die jede Spielfigur besonders machen. Da bin ich ein Riesenfan von. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die haben da gar keinen Bock drauf. Die wollen am liebsten wirklich diesen neutralen Start haben. Dass alle mal gleich sind. Wo alle mal gleich sind, dass niemand in eine bestimmte Richtung gedrückt wird. Ich finde es aber geil. Ich mag das total, wenn irgendwie eine Fraktion oder eine Spielfigur oder irgendwie halt einen besonderen Stil hat, wie sie gespielt werden will. Und ich hätte bestimmt zwei Listen davon machen können, weil, wie gesagt, das ist eines von meinen Lieblingsdingen an Boardgames und ich hatte bestimmt 10 Picks gehabt. Also ich habe mich jetzt auf 5 Picks beschränkt, damit wir dann wieder zusammen auf 10 kommen. Also Basti hat mir jetzt auch schon wochenlang in den Ohren gelegen mit dieser Liste, deswegen, ja, diese Basti-Liste ist es jetzt mal. Und also ich habe darauf geachtet, ich denke, du hast das auch nicht gemacht, es gibt ja bei so asymmetrischen Spielen immer so Fraktionen oder Karten, die zu overpowered sind. Und dann gibt es so Leute, die sagen so, und ich spiele das Spiel aber nur, ich will die overpowerte Fraktion, die halt im Internet schon bekannt ist, dass sie halt zu stark ist. Wo dann 100 Leute schon 1000 Spiele gemacht haben und die ist dann immer am Ende. Genau, und die muss man genau in dieser Art spielen. Nee, also davon sprechen wir jetzt nicht, dass man sich halt wirklich immer den stärksten Charakter aussucht, sondern der, dem einen persönlich wahrscheinlich am meisten Spaß macht. Der mir am Herzen liegt. Am Herzen? Ja, also die ich einfach immer gerne spiele. Wenn wir dieses Spiel spielen, möchte ich gerne diese Figur, diese Fraktion spielen, weil ich die cool finde. Ich bin nicht traurig, wenn ich sie nicht spiele. Genau, also das heißt jetzt nicht, dass es, wie gesagt, die stärkste Fraktion ist. Nein. Zum Beispiel habe ich jetzt auch bei Wonderland's Wall letztens den Jabberwocky gespielt. Also, der ist doch so... Der Jabberwocky. Der ist doch so schlecht. Dann habe ich trotzdem damit gewonnen. Also. Ja, nee, also bei mir geht das wirklich nur nach Gefühl. Ich bin ja sowieso ein ziemlicher Gefühlsspieler. Und ich wüsste gar nicht, ob irgendwer davon gut, besser, schlechter ist. Ich spiele es einfach, weil es mir Spaß macht. Ja, ich hätte da einen im Kopf gehabt. Aber mal gucken, ob du den nimmst, aber ich glaube, den nimmst du nicht. Aber dann kommen wir später noch dazu. Dann fang an! Gut, ich muss erstmal abtauchen, weil meine Sachen stehen da unten. Wir wissen wieder nicht, was der andere jeweils hat. Ich habe schon ein bisschen Schiss vom Wegräumen, weil das war eine unglaublich aufwendige Liste rauszusuchen. Normalerweise müssen wir ja nur die Kartons rausziehen und jetzt mussten wir auch noch die ganzen Boxen aufwühlen. Meine erste Fraktion, die ich immer wieder gerne spiele, ich werde das dann auch nochmal alles in Großaufnahme zeigen, ist Siege von Chaos in the Old World, also Chaos in der alten Welt. Altes Fantasy Flight Game, out of print. Siege ist einer der 4 Chaosgötter, die in dem Spiel um die Vorherrschaft kämpfen. Es gibt einmal Khorne, den Blutgott, es gibt Nurgle, den Seuchengott, es gibt Slaanesh, den Lustgott. Und dann gibt es Siege, das ist der Bereiter der Wege, der Changer of Ways, der dann einfach so dieser Magier-Chaosgott ist, der halt einfach alles verändert, alles manipuliert, mutiert und immer alles so nach seinem Gutdünken, so nach seinem großen Plan so ein bisschen ummanipuliert. Und so spielt er sich halt im Spiel auch. Man hat halt viele Karten, wo man andere Einheiten wegteleportieren kann. Man kann Zauber blockieren. Ich liebe diese Fraktion. Sie macht mir so viel Spaß. Und das wird sich auch so ein bisschen durchziehen durch die Liste bei mir. Ich mag so Sneaky- und Zaubercharaktere. Am besten von hinten irgendwie Backstabber. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel, wo dann die Powergamer sagen würden, sie greifen sofort zu Khorne. Ja. Weil Khorne ist halt der, wo halt alle drauf achten müssen bei diesem Spiel, dass der halt nicht durchzieht. Das ist am Anfang halt auch immer doof, wenn man so die ersten Partien macht, dann ist halt Khorne zu overpowered. Ist er tatsächlich nicht über die Spiele hinweg, aber die anderen Spieler müssen halt wissen, dass sie ihn halt einschlagen müssen, dass alle auf ihn einschlagen müssen. Und das ist wahrscheinlich dann einer, wo ein Powergamer sagen würde, ich spiele das aber nur, wenn ich Khorne bin. Khorne ist halt die Figur, die macht halt das, was man eh in dem Spiel macht, kämpfen. Und gewinnt halt übers Kämpfen. Die anderen müssen halt so ein bisschen taktieren und so ein bisschen manipulieren. Und da ist halt Siege wirklich genau die Fraktion, die das am allermeisten macht. Ist halt der Gott der Magie, muss halt auch so ein bisschen die Magiesteine manipulieren, die aufs Spiel kommen. Ich glaube, so genau musst du es gar nicht erklären. Uralte Figuren von mir habe ich vor... Das ist der große Chaosgott. Der ist ungefähr 2 Zentimeter groß. Ja, also heute wäre der wahrscheinlich im Kickstarter wäre es wahrscheinlich so ein Teil einfach. Ich meine, allein diese kleinen süßen Figuren, so daumennagelgroße. Ich habe die bestimmt vor, wie alt ist das Spiel, vor 10 Jahren bemalt oder so. Aber wie gesagt, ist eine der Fraktionen, die mir am meisten am Herzen liegt. Und auch eins von den Spielen, die... glaube ich, in meiner ewigen Top 10 sind. Ich liebe Chaos in the Old World und ich liebe es halt, Siege zu spielen. Das ist sogar schon älter, weil das war schon bemalt, als wir uns kennengelernt haben.
Also alt. Ewig alt. Aber wie gesagt, das ist sowas, das würde ich nie weggeben wollen. Ich liebe es. Ja, dann fangen wir erstmal mit was Kleinerem an. Ich komme zurück ins Bild. Und zwar ist das Atlantis Rising und hier ist es der Priest. Und Atlantis Rising hat ja eine erste Edition und da hatte halt auch jeder Player Powers, also jeder hat einen Charakter in dem Spiel. Das ist ein kooperatives Push-Your-Luck-Game mit Worker-Placement-Elementen, wo die Insel halt untergeht. Sehr geiles Spiel. Und im ersten Spiel war es aber so, da waren die Player Powers so eingeschränkt, dass es ganz klar war, was du machen musst. Das heißt, wenn du der Kämpfer bist, natürlich gehst du kämpfen und die Eindringlinge weghauen. Wenn du der Magier bist, musst du natürlich das machen. Das heißt, wenn du deine Spielerfähigkeit gezogen hast, dann kannst du nur noch diese eine Sache machen und ich finde, also solltest du, wenn du halt klug spielst. Ja. Und ich finde, dieses Redesign hat es halt relativ gut gemacht, dass halt alle Player-Powers halt trotzdem stark sind, aber es nicht so ist, dass du so eingeschränkt bist. Es war so in der ersten Edition, da musste man am Ende, die letzte Phase der Runde war immer, dass man Piraten bekämpfen musste. Ja. Und es gab halt immer einen Spieler, der durfte seine Spielfiguren einsetzen ganz zum Schluss. Und das heißt, der hat im Grunde dann seine Figuren immer zu den Piraten stellen müssen, weil der Rest hat sich halt verteilt. Damit der dann immer die Piraten bekämpfen konnte, wenn man wusste, wie stark die sind. Taktisch war es nicht so klug, halt tatsächlich das zu machen, sondern der Champion musste ihn gehen, aber es war sehr schon eingeschränkt. Also es gab auf jeden Fall eine Spielfigur, einen Spieler, der hat eigentlich nichts gemacht das gesamte Spiel, außer immer die Piraten zu bekämpfen, was genau null Spielwert hatte. Ja. Also, ja, das ist definitiv viel besser im neuen Teil. Genau. Der ist super empfehlenswert. Und hier habe ich den Priest tatsächlich, ich hatte mit 2-3 verschiedenen überlegt, deswegen ist es jetzt auch erstmal auf dem letzten Platz mehr oder weniger. Und der Priest macht einfach da auf dem Teil, wo der Leader halt steht, kann halt ein anderer einen Failed Roll wiederholen. Ja, das ist immer gut im Spiel, das wo man heißt, würfeln muss. Genau, man würfelt ja, ob man die Ressourcen bekommt oder nicht. Und das ist halt teilweise... Zum Schluss hin brauchst du dann wirklich, du weißt, okay, wir müssen jetzt das eine Gold haben, sonst gehen wir halt unter, wir brauchen jetzt den einen Diamanten und halt nochmal diesen Reroll zu haben, ist relativ mächtig, aber es ist nicht overpowered, wie im anderen Ding, dass man halt gesagt hat, sonst was, man kann ihn auch noch ganz normal als Worker einstellen. Auch hier ist es so, dass manche Sachen schlauer sind, woanders hinzustellen. Beim Priest ist aber halt tatsächlich so, der kann überall, wo gewürfelt wird, gut gebraucht werden. Ja, das ist ziemlich gut. Und das sind ja auch irgendwie 3 oder 4 Spots, von daher halt schön einsetzbar. Und wenn man das noch mit ein paar anderen Player-Powern kombiniert, das kann man nämlich auch relativ gut machen bei dem Spiel, dass man ein paar zusammen kombiniert. Ja, das wollte ich gerade sagen, du hast halt einen, der rerollt, der andere gibt vielleicht +1 auf den Wurf, der andere sagt, du darfst 2 Würfel anstatt einem würfeln. Ja. Und wenn man das dann kombiniert, dann wird aus einem Würfelspiel, wo halt der Zufall relativ hoch ist, ein relativ gut berechenbares Spiel, was halt in einem Koop immer ganz gut ist. Und das Spiel ist wirklich so eins von den Spielen, die immer sehr, sehr knapp gewonnen werden. Immer so eine Runde, bevor die Insel untergeht, wird dann die Flucht eingeleitet. Also wir sind schon Experten, wir gewinnen das eigentlich immer, aber immer knapp. Ja. Also immer, wo man gesagt hat, so wenn wir jetzt noch eine Runde gehabt hätten, dann ist es verloren. Das ist halt so genau das Richtige. Wir spielen es auch schon ein paar Schwierigkeitsdinger schwieriger, auch mit den Komponenten zu bauen. Genau, das kann man relativ gut scalen. Du kannst halt verschiedene Maschinenteile bauen, die halt schwieriger sind. Davon bauen wir schon relativ viel schwieriger. Und die Karten, die du halt reinmischt oder nicht reinmischt. Aber ja, also die erste Edition waren wir schon Fan von und bei der zweiten Edition haben sie halt so viel richtig gemacht. Ich habe mich so gefreut, dass es damals auf Kickstarter kam. Zum Moment dieser Aufnahme warten wir immer noch auf die Erweiterung. Die ist, glaube ich, seit 2 Jahren verspätet. Und sie ist immer noch nicht da und sie wird dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht kommen. Und ich freue mich schon so lange auf diese Erweiterung. Aber ja, das ist das einzige Kaviat bei dem Ding. Aber sonst allgemein nicht nur der Priest. Also ich meine, der Priest ist auch eine gute Fähigkeit. Aber ich habe gerade die Schachtel durchgeführt und dachte, ah, der ist gut und der ist gut. Also sie haben das alles halt relativ gut gemanagt. Das ist kein Spiel, dafür, wo man sagt, ah, jetzt habe ich irgendwie den erwischt und der ist irgendwie bäh. Genau, jeder macht was Spannendes und jeder macht auch was Wichtiges. Ja. Nicht, dass einer sagt so, oh, ich habe Dödelbob bekommen. Dödelbob kann irgendwie gar nichts. So super. Das gibt es in einem anderen Spiel, was noch hier kommt. Mir ist gerade aufgefallen, als du so erzählt hast, dass ich eine sehr starke Prävalenz einer Firma habe in meiner Liste. Irgendwie Fantasy Flight? Fantasy Flight? Ich glaube, 4 von 5 Picks in Fantasy Flight. Ja. Aber die sind halt auch sehr Vorreiter gewesen zu den Zeiten, wo ich die Spiele gekauft habe, für asymmetrische Player Powers. Ja. Also, ich hätte noch mehr haben können. Aber es geht weiter mit Fantasy Flight und es wird noch ein paar Mal kommen. Ist es Battlestar? Star Wars! Jawohl! Wie gesagt, Fotos werden eingeblendet. Jawohl! Und zwar. Ich bin jahrelanger X-Wing-Spieler und habe X-Wing seit der ersten Edition, der ersten Welle, also seit dem Erstverkaufstag gespielt bis heute, habe noch einen X-Wing-Podcast und Holokarte. Ich liebe das Imperium. Ich
kann ich alles im Großaufnahme zeigen. Ich spiele das Imperium nicht so viel, aber ich liebe die Schiffe halt. Das Imperium ist erstmal super cool, weil es halt die Bösen sind. Außer man ist Imperium, das ist das Imperium natürlich die Guten. Und das Imperium hat im Gegensatz zu den Rebellen, bei den Rebellen hilft sich ja so jedes Schiff. Alle Schiffe sind relativ tough und die Schiffe können sich gegenseitig unterstützen. Beim Imperium ist irgendwie so jeder für sich selbst. Die Schiffe sind alle sehr, sehr speziell designt. Das heißt, du hast rasante Schiffe, die nichts aushalten. Du hast Schiffe, die können sich tarnen. Du hast Schiffe, die sind besonders beweglich. Schiffe, die können besonders viel Torpedos tragen. Und keiner hilft so dem anderen. Jeder muss irgendwie für sich seine Sache durchziehen. Und das Imperium ist halt einfach cool. Und man kann Darth Vader spielen. Ich meine, Darth Vader ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Noch nicht mal die Obi-Wan-Serie hat das so richtig geschafft. Und ich liebe das Imperium. Ich spiele es gar nicht mal so oft. Aber ich liebe diese Fraktion. Ich bin auch gerade sehr überrascht, weil Basti eigentlich immer Rebellen spielt. Ja. Eigentlich, wenn er irgendwie auf dem Turnier fährt, hat er immer eine Rebellenliste dabei. Aber vom Spielstil passen die Rebellen besser zu mir. Das heißt, so im Block fliegen, die Schiffe unterstützen sich gegenseitig. Das ist immer ganz cool gewesen. Das Imperium ist mehr so ein bisschen so für Asspiloten, die halt wirklich dann so den Gegner ausmanövrieren, dann ihm ins Heck fliegen oder in die Flanke und ihn zerstören. Aber vom Gefühl her bin ich Imperiums-Fan. Vom Spiel her dann eher Rebellen, aber auf jeden Fall Star Wars, X-Wing, das Imperium, mega geil. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist jetzt gerade in der Version 2.5 gerade so ein kleiner Reboot, der noch läuft. Und falls ihr halt mal Bock habt, hört euch in meinen Podcast rein. Da quatschen wir auch über X-Wing. Piu, 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 sag das ich nur. Muss man sagen. So, was habe ich hier noch? Ein Spiel, passend zu meinem T-Shirt, das ich heute anhabe, wo ich heute Morgen noch nicht wusste, dass wir das drehen und es trotzdem angezogen habe. Es ist Attack on Titan und zwar The Last Stand. Und man kann sich halt Charaktere aussuchen und spielt dann gegen einen Titan. Und ich habe hier Erwin Smith, das ist auch mein Lieblingscharakter tatsächlich in der Serie. Aber was ich hier cool finde, obwohl die nur so eine ganz kleine Fähigkeit unten drunter haben, ist das tatsächlich dem Charakter sehr nachempfunden. Ja. Hier ist es jetzt zum Beispiel so, dass halt der Charakter, das ist halt der Commander und der kann halt diese Command-Fähigkeit mit Schwertern tauschen oder andersrum. Das heißt, er kann sowohl seine Damage gegen Command-Punkte tauschen, ja, und seine Command-Punkte gegen Damage. Und das passt ja halt auch, weil das halt der Taktiker ist im Spiel und auch diese Command-Karten sind relativ wichtig, wenn man die Sachen das erste Mal spielt. Bei The Last Stand dann unterschätzt man das, glaube ich, was man mit diesen Command-Karten halt manipulieren muss, weil je nachdem nur zwei Karten in diesem 7-Karten-Stapel können tatsächlich den Titan dann töten zum Schluss. Und ja, es ist halt allgemein, also nicht nur der Charakter, sondern halt auch andere Charaktere, die halt durch so eine kleine Fähigkeit sagen so, ja, das passt jetzt zum Beispiel zu Levi. Basti spielt immer Levi, das ist sein Lieblingscharakter, aber er putzt gern, genau wie ich. Genau, und, aber das, auch da passt das zum Beispiel, dass der zum Beispiel die negativen Symbole nicht abgeben muss. Und so, und man merkt halt, dass sie halt nicht nur ein gutes Spiel gemacht haben, sondern sie haben sich halt auch Mühe gegeben, den Fluff einzufangen, die Leute halt dem nachzuempfinden. Das hat nicht bei allen geklappt. Ich glaube, es gibt so zwei Nebencharaktere, wo sie halt irgendwie noch was dazu gepatcht haben. Aber sonst passt es halt schon. Oder zum Beispiel auch, dass der Hauptcharakter Aaron als Menschenform völlig unnütz ist und eigentlich nur andere Leute supportet, aber sonst nichts kann. Ich muss mal gucken, ob ich Bilder einblenden kann davon. Das Spiel ist auf jeden Fall ein Hingucker. Hat so eine richtig schön große Titanfigur, auf der dann rumgesprungen wird. Ein sehr 3D-iges Spiel. Und zu Attack on Titan kann man immer noch schön die Geschichte erzählen. Sarah ist halt überhaupt gar kein Anime-Fan. Ich gucke Animes, ich gucke gerne mal so eine Folge Yu-Gi-Oh! Beim Malen, einfach nur, weil ich es irgendwie witzig finde. Sarah mag gar keine Animes, vor allem nicht, wenn es so übertrieben ist, wenn dann irgendwie so Blut aus der Nase springt oder diese Hashtags oben, und wenn es übertrieben ist. Hatte ich mal einen Trailer gesehen für Attack on Titan, dachte mir, ja gut, okay, die erste Staffel ist gerade günstig, die kaufe ich mir mal. Hab mir die DVD gekauft, hab die dann eingelegt, Sarah gefragt, na, willst du mitgucken? Ja, ja, wenn es denn sein muss. Und die erste Folge, da gingen die Augen schon so ein bisschen auf, dann wurden sie noch ein bisschen größer und ab Folge 3 war Sarah Superfan. Ja, also ich habe dann tatsächlich auch den Manga gelesen. Das ist der einzige Manga, den ich jemals gelesen habe. Ich weiß auch immer noch mehr als Basti, weil der die letzte Staffel noch nicht gesehen hat. Und das ist ja auch noch nicht abgeschlossen tatsächlich in Serienform. Aber ja, es ist halt ein cooles Spiel. Es transportiert das halt richtig gut. Sie haben sich halt auch richtig Mühe gegeben. Es ist, wie gesagt, ein Hingucker, wenn es halt aufgebaut ist. Die Leute bleiben stehen. Ja. Und es ist halt beides. Es ist halt funktionabel, aber es würde mit einem anderen Thema, glaube ich, halt auch nicht funktionieren. Ne? Also dieses mit diesem Dreidimensionalen und mit diesem alle gegen die Titanen und so. Ja. Da müssen sich die Leute auch mal das gewöhnen, weil man muss den Titan runterschlagen, der hat Lebenspunkte, aber dann kann man ihn nicht töten, weil man muss einen bestimmten Move machen, den Nackenschlag, der in der Serie auch immer kommt, weil nur so kann man einen Titan fällen.
Und der ist halt in diesen Command-Cards drin. Und dadurch, dass halt hier der Commander das manipulieren kann, ist das halt relativ cool. Und er ist natürlich noch, das ist mein Lieblingscharakter in der Serie, und er ist blau. Sie haben ihn blau designt. Und blau ist halt meine absolute Lieblingsspielerfarbe. Es ist also perfekt passend, genauso wie Levi Bastis Liebling grün designt wurde. Also es ist halt, als ob einer gesagt hat, wir machen für Sarah und Basti ein Spiel. Also man merkt schon, dass Sarah das Spiel sehr mag und die Serie, weil Sarah nicht aufhört, über dieses Spiel zu erzählen und schon fast ein Review geschrieben hat. Nein, wirklich. Ich habe nicht so viel erzählt wie du gerade über Chaos in the Old World. Aber da hätte ich noch viel mehr erzählen können. Nein, aber ein wirklich gutes Spiel von den Attack on Titan Spielen, die es gibt. Das Beste, ein sehr, sehr gutes kooperatives Spiel, was wir halt echt gerne spielen, und mega chunky Würfel drin. Ja, obwohl auch das andere Spiel, was sie rausgebracht haben, ist auch sehr gut. Also sie haben sich bei beiden sehr bemüht, das Deckbuilding. Ja, ich würde trotzdem lieber das Spiel spielen. Ja, gut, das kann man auch immer nicht Attack on Titan Leuten hinschmeißen. Ja, der Anime sehr, 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 sehr cool und nicht so übertrieben kawaii. So, wir machen weiter mit Fantasy Flight. Ich breche das dann aber nochmal auf. Also schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Basti, der Fantasy Flight Fanboy. Und zwar, das passt ganz gut zur heutigen Aufnahme. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich das mitnehme. Dexter Drake, Magician, wie heißt er? The Magician aus Mansions of Madness, zweite Edition, also Willen des Wahnsinns, zweite Edition. Wieder Fantasy Flight, ja, wie gesagt, die machen halt einfach die Spiele, die ich mit asymmetrischen Player Powers gerne mag. Wie ich gesagt habe, ich mag Magie, ich mag so sneaky Sachen, so und er ist halt der Magier, fängt das Spiel meistens schon mit einem Zauber an, und man ist ja gegen Cthulhu und diese ganzen großen Alten im Lovecraft-Universum, und ich find's immer cooler, wenn man mit Magie um sich wirft, als wenn man dann einfach die Shotgun durchlädt und dann irgendwie Cthulhu ins Gesicht schießt. Und deswegen finde ich Dexter Drake halt sehr cool. Außerdem hat er immer noch so ein schönes Sword Cane, so eine schöne versteckte Waffe in seinem Stab. Das heißt, er sieht sehr unscheinbar aus, aber er ist halt echt eine fiese Sau. Und Magie in dem Spiel finde ich sehr, sehr cool gelöst, weil Lovecraft-Universum ist ja alles immer so ein bisschen, alles macht dich eigentlich verrückt, alles macht dich wahnsinnig. Und in dem Spiel, wenn man einen Zauber wirkt, dann weiß man halt immer nicht so ganz genau, wie der Effekt ist. Kann halt sein, dass er halt über alle Grenzen schlägt, dass er einen selber wahnsinnig macht, dass er plötzlich den Raum in Flammen setzt oder ähnliches. Und das finde ich halt immer sehr, sehr cool. Mansions of Madness ist sowieso eins von meinen Lieblingsspielen. Warum passt das? Wir nehmen es heute an Halloween auf. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Das, ja, genau. Später mit der Aufnahme wird es wieder eine Woche später kommen. Richtig. Aber ja, ich habe auch tatsächlich überlegt, einen Charakter daraus zu nehmen. Man sieht auch schon, in unserer Spielegruppe sind mehr oder weniger schon so die Favorites immer draußen. Ja. Und habe mir aber gedacht, dass du da einen rausnehmen willst. Ja, also wirklich auf jeden Fall sehr geil. Auch vor Ewigkeiten bemalt die Miniatur. Ich werde sie dann noch mal einblenden. Die haben Spaß gemacht, damals zu bemalen. Wir haben auch fast das gesamte Set mit allen Erweiterungen voll bemalt. Wir haben so ein paar Straggler, die ich dann noch nicht so wirklich bemalt habe, weil ich dann einfach irgendwann die Lust verloren habe. Und weil auch das Spiel einfach leider nicht weiterentwickelt wird, Fantasy Flight. Da hätte er noch Geld von mir kriegen können, leider nicht. Das war so lustig, als wir uns kennengelernt haben. Da hattest du schon fast alles bemalt. Dann kam aber die die Second Edition. Und dann kam noch Monster. Du hattest noch ein paar Monster nicht bemalt. Oder hast du mir die so am Anfang schon so gegeben? Mal du mal die Monster, und irgendwann habe ich Basti dann halt überholt, er hatte noch ein paar Charaktere und ich habe bam einfach immer die ganzen Monster rausgehauen. Da hat sich das so ein bisschen eingespielt, dass Sarah meistens so die Monster macht und ich meistens so die Charaktere. Das haben wir bei Tainted Grail genauso gemacht, das haben wir bei Isis Vanguard so gemacht, das machen wir bei Oathsworn so. Ich habe halt einfach auf Menschen auch nicht so Lust. Ich auch nicht, ich mal unglaublich gerne ungerne Haut. Mittlerweile geht es einigermaßen, früher war das für mich die oberste Qual. Egal, die Charaktere sind aber schön abwechslungsreich zumindest. Also man hat jetzt nicht irgendwie so uniforme 20 Mal, obwohl es gibt eine Menge Leute, die im Anzug rumlaufen in dem Spiel. Das passt halt so in die Zeit. Aber Dexter Drake mit seinem Umhang und mit seinem Hut fällt da halt raus. Das ist einfach ein cooler Typ. Das Gute ist auch, wir haben noch so viele bemalte Leute und wie Basti schon sagt, die sind sehr viele sehr ähnlich. Er hat aber trotzdem einfach die Karten von den Leuten, die er noch nicht bemalt hat, einfach rausgenommen. Wo wir gesagt haben, man kann doch auf dem Stand-in spielen, man kann einfach sagen, ich bin der im Mantel, der hat da einen blauen Anzug anstatt einen schwarzen, aber hat einfach irgendwann die Karten rausgesneakt, dass man gesagt hat, so, funktioniert hä? Nicht. OCD-Basti hat zugeschlagen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Mansions of Madness, auch wieder so eins von den Fantasy-Flight-Spielen, die ich immer wieder gerne spiele. Ich finde es super schade, dass da einfach nichts mehr kommt, dass das halt mehr oder weniger so ohne offizielle Begründung vor allem eingestellt wurde. Es kommt Fantasy einfach nichts Flight mehr. Halt, ja, ne? Ist schade. Fantasy-Flight hat keinen Bock mehr, Fantasy-Flight macht was anderes. Aber Dexter Drake, immer meine Wahl, wenn es um Mansions of Madness geht. Hola, so, das nächste. Die nächste Fraktion hier unterm Tisch. Bin gespannt. Fand ich so gut,
dass ich eine ganze Kampagne damit gespielt habe. Ah. Und zwar, ja, wir haben die Scythe-Kampagne komplett gespielt. Das ist Olga und Changa von der Rusvit Union. Und man konnte ja während der Kampagne auch wechseln. Ich habe immer wieder überlegt, so, ja, nehme ich jetzt mal eine andere Fraktion oder so. Habe dann letztendlich aber die ganzen 5 oder 8 Spiele, was ist es, damit durchgespielt. Ja. Und ich finde einfach die Fähigkeit bei denen relativ gut. Du kannst eine Aktion zweimal hintereinander machen. Manche Leute würden sagen, es ist overpowered. Nö, aber es ist eigentlich, ich glaube, es gibt ein Board, das ist gesperrt mit denen, das man nicht haben darf. Ich glaube, Industrial darf man nicht mit denen zusammenspielen. Aber der Rest ist halt, ich meine, die anderen Fähigkeiten sind auch voll cool. Bei den Polen mit dem Bär kannst du ja zum Beispiel 2 Sachen von so einer Adventure-Karte halt nehmen. Und also ich finde schon, dass es halt ausgeglichen ist. Mir macht das aber halt am meisten Spaß, dass man halt auch sagen kann, okay, ich mach halt einfach die Power nochmal. Das ist so ein Spiel, da ist mir meistens völlig egal, was ich spiele. Da gehe ich irgendwie mal nach dem Aussehen der Max, die cool aussehen. Du hast, glaube ich, auch bei der Kampagne mehrfach gewechselt. Ja, das ist auch so ein Spiel, wir haben die Kampagne halt auch durchgespielt, auch relativ zügig und seitdem nicht mehr. Ich glaube, wir haben das jetzt seit über 2 Jahren nicht gespielt. Und müssten es eigentlich mal wieder spielen. Wir sagen auch immer, wir müssten es mal wieder spielen, aber irgendwie ist die Spielegruppe nicht abgestorben. Wir haben es halt dann halt relativ viel halt gespielt, damit wir es auch durchkriegen. Vielleicht. Und ja, also es ist halt nicht nur die Fähigkeit, ich finde die Max von denen ganz cool mit diesen Sichern, die sie halt vorne dran haben. Und Zai, meinst du? Ich mag die Zai. Und ich mag halt auch die Tiger einfach und ja, von daher. Ich spiele auch eine andere Fraktion, aber es ist halt tatsächlich auch, das hat mir mit der Kampagne relativ viel Spaß gemacht. Ich glaube, das sind auch mit so deine ersten Miniaturen, die du damals noch bemalt hast, oder? Ja. Das sind aber schon, ist schon die zweite Edition der Figuren, glaube ich. Genau, ich habe nämlich extra, wir haben die erste Edition, wir haben die beim Kickstarter damals mitgebackt. Die noch so richtig glatt waren, wo keine Details drauf waren. Die hatten halt ganz verwaschene Figuren und dann habe ich halt immer überlegt, das zu malen und dann hatte irgendwer, der Jamie Steckmeier, auf seiner Homepage angeboten, dass man halt von der zweiten Edition nochmal für relativ günstig, ich glaube $9 war das ja, damals, okay. Nochmal Figuren nachkaufen kann, die halt besser detailliert sind. Und dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich das halt angemalt, auch relativ schnell. Die Macs sind relativ dirty angemalt. Ich bin ja immer so, dass ich so maschinelles immer relativ dreckig gerne anmale und bei den Charakteren habe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja, aber super cooles Spiel auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall mal wieder spielen. Ist auch eins von den Spielen, die immer ganz schwer zu sagen sind für Deutsche, glaube ich. Wenn man in einem Spielladen Scythe. Ist. Hast du Scythe? Scythe. Sind sogar noch ein bisschen glänzig tatsächlich. Das war noch die Zeit, wo wir nicht den perfektesten, besten Ultra-Matt waren. Den besten Mattlack aller Mattlacke, der matter ist als Matt. So, ich unterbreche jetzt meine Fantasy Flight Vorführung, um stopp was anderes Video. Anzubauen. Und zwar... ja... Hätte ja wohl keiner gedacht, dass Osworn nicht dabei ist. Osworn. Nein, es ist nicht nur, weil Osworn gerade zurzeit das Spiel ist, was mir am allermeisten Spaß macht und was wir noch nicht gar nicht durchgespielt haben, aber der Arvi. Der Arvi Harbringer ist ein so cooler Charakter. Ich hätte das gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich erst mit einem Schurkencharakter angefangen, weil, wie gesagt, Schurken stehen mir eigentlich. Der ist dann im Spiel gestorben und dann musste ich mir einen neuen Charakter aussuchen und dann dachte ich mir, ja gut, ich habe den noch nicht bemalt, aber ich finde diesen Vogeltypen ganz cool. Dann male ich den einfach mal an und dann spiele ich den. Und Mann, macht er mir Spaß. Der ist so cool. Das ist im Grunde so eine Art Support-Charakter, der so hellseherische Fähigkeiten hat. Das heißt, die Fähigkeitskarten, die der Charakter spielen kann, sind alle so ein bisschen mit, du musst teilweise auf bestimmte Werte schätzen. Wie doll wird der Gegner mich jetzt schlagen? Habe ich dann recht? Dann kann es sein, dass der Gegner sich selbst zurückschlägt oder dass der Schaden, der auf mich geht, auf einen anderen Charakter geht oder dass sich irgendjemand heilt oder dass ich ausweiche. Alle solche so hellseherischen, so ein bisschen Gambling-Sachen. Ich finde, die Figur sieht mega cool aus, jetzt nicht wegen der Bemalung, vom Design her halt auch einfach. Der Stil ist cool, es macht einfach mega Spaß, die Figur zu spielen und es ist halt einfach mal was anderes. Sarah und ich haben so ein bisschen das Problem, wir könnten so in Fantasy-Rollenspielen vor allem, könnten wir nie einen menschlichen Krieger spielen, weil es ist halt so unfassbar langweilig. Warum soll ich denn in irgendeiner Fantasy-Welt, wo es halt Elfen, Orks, Trolle, Vogelmenschen gibt, warum soll ich dann menschlichen Krieger spielen? Es ist mega lahm für uns und deswegen spiele ich halt diesen blauen Vogeltypen, der in die Zukunft gucken kann, hab da mega Fates mit, das Spiel gibt ihm halt auch die Möglichkeiten, all diese Sachen zu machen und ihn auch gut sein zu lassen, neben den ganzen Leuten, die hier mit dem Schwert auf den Gegner einfach nur draufhauen und dabei auch glücklich sind. Und das finde ich einfach mega cool. Und das ist einfach auch wieder ein weiterer Pluspunkt für mich an Osborn. Ja, ja.
Ich muss aus der Osron-Starra wachen. Ja, also wir greifen halt grundsätzlich immer zu den Charakteren, die halt ein bisschen was anderes sind. Ich spiele halt den Warbear. Halt einfach, ja, ich gehe sowieso dann immer, wenn es Viechercharaktere gibt, gehe ich immer auf die Viechercharaktere. Und obwohl ich jetzt bei Osron tatsächlich sogar sagen würde, in der zweiten Kampagne würde ich wahrscheinlich auch einen menschlichen Charakter spielen, ja. Einfach weil es mich halt auch schon so überzeugt von den Karten. Aber ja, glücklicher Zufall war Basti, sonst hätte er, glaube ich, die ganze Zeit seinen Schurken geschurkt. Also Basti ist entweder Schurke oder Magier oder Magier-Schurke. In jedem Spiel. Oder am besten Magier-Schurke oder Schurken-Magier. Und von daher, ja, finde ich es auch mal gut, dass Basti auch mal was anderes spielt. Ja, und wie gesagt, ich hatte noch überlegt, anstatt den Avi den Mind Thief von Gloomhaven zu nehmen. Das ist ja so ein kleiner Rattenmensch, der dann auch so Flüche und sowas aussprechen kann. Da hätte ich aber auf den Dachboden gehen müssen und ja. Der Weg war zu weit. Furchtbar. Denn da ist unser Gloomhaven eingelagert. Das war sowieso schon sehr anstrengend, das alles rauszusuchen. Aber der Avi, ey. Falls ihr Osworn mal spielt, gebt dem Jungen eine Chance oder Mädchen. Ich weiß nicht, was es ist. Mega cool. Avi. Ja, ein sehr asymmetrisches Spiel, was ich sogar besser finde als den Nachfolger, was viele halt mögen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Es ist Vast, und zwar ist es der Drache. Wir lieben Vast, The Crystal Cavern. Ich finde es um einiges besser als Root. Ich weiß, ich bin da in der Minderheit. Nee, ich bin dabei. Und ja, aber sonst so. Alle Leute immer Root ist so viel besser. Root ist gut. Crystal Vast ist halt so, dass es eigentlich nur vier richtige Fraktionen gibt. Gibt erstmal die Höhle, in der alles stattfindet. Das bin ich. Das ist Basti. Dann gibt es einen Drachen, der versucht, die Goblins zu fressen, um halt an Stärke zu gewinnen und dem Ritter auszuweichen. Und dann gibt es halt noch den Ritter, der versucht, den Drachen zu hauen und wird aber von den Goblins gejagt. Und die Goblins wollen nicht vom Drachen gefressen werden und hauen den Ritter. Und das passt perfekt zusammen. Und ja, das ist halt auch meine Sache immer, die ich halt mit Root habe, dass ich halt finde, dass es halt teilweise nicht so offensichtlich ist, wer wo wann genau auf wen zu hauen hat. Das heißt, wenn du mit Neulingen spielst, kann es halt sein, dass es halt extrem schnell kippt. Oder halt auch so, dass auf einen zu dolle eingehauen wird, sodass der gar keine Chance hat mehr zu gewinnen. Das ist meistens bei den Katzen so, dass gleich angehauen wird. Und hier finde ich es halt relativ, also ich finde es halt hier extrem thematisch und ich finde es halt auch cool, weil der Drache, der schläft halt am Anfang, ist da so zusammengerollt. Das heißt, der ist noch relativ schwach. Der muss erstmal an Stärke gewinnen. Unter dem Spielfeld eigentlich. Genau, der kriecht unter den Höhlen lang und der Ritter kann halt so Bomben nach unten droppen, dass der halt getroffen wird. Und es fühlt sich halt super thematisch an. Und bei uns in der Spielegruppe würde es tatsächlich auch gar keiner mehr in einer anderen Zusammensetzung spielen. Das hat sich halt so gefunden. Und ja, es ist halt einfach cool, halt dieses Gefühl so vom Drachen so, aber noch nicht der starke Drache zu sein. Ja. Wo er halt immer so lang sneaken muss und dann muss er auch mal ein paar von den Goblins fressen. Dann muss er aber auch gucken, dass er nicht zu viel frisst, weil die machen ja den Ritter wieder schwächer und so. Und es gleicht sich halt relativ gut aus. Dann hat man halt noch die Höhle, die halt der Ausgleich ist. Da springe ich jetzt rein. Ich mache jetzt meine Bastis 4.5, das wird jetzt da unten stehen. Geschummelt. Ist mir egal. Geschummelt. Ich mache jetzt die Höhle, weil ich hab das Spiel komplett übersehen. Das wäre auf jeden Fall für eins der Fantasy-Flight-Spiele reingerutscht. Die Höhle ist das Geilste, was man spielen kann. Es macht so viel Spaß. Du bist halt der ausgleichende Faktor. Die Höhle, die wächst halt erst. Das heißt, man muss als Höhlenspieler dann erstmal so die Höhle aufbauen und immer gucken, dass man alle Spieler so gleichmäßig behindert und gleichmäßig ein bisschen unterstützt, dass keiner so die Überhand bekommt. Weil wenn man merkt, okay, die Goblins, die werden jetzt langsam ein bisschen stark. Da muss man versuchen, dass man mehr so helle Gänge macht und den Goblins ein bisschen ihre Bewegungsmöglichkeiten einschränkt. Und dann muss man versuchen, zusammenzubrechen. Und während des Spiels ist man der Spieler, der permanent angeschrien wird. Warum hilfst du denen? Warum hilfst du mir nicht? Und hin und her. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man der ausgleichende Faktor ist. Und ich liebe das. Ich habe da echt nicht dran gedacht. Mega geil. Die Höhle macht so Spaß. Wie kommt denn überhaupt ein Entwickler auf die Idee, dass man eine Höhle spielen kann? Wir haben das damals beim Dice Tower gesehen und danach haben wir es uns dann gekauft. Und da meinte halt auch ein Spieler, ich habe die Höhle gespielt. Seitdem dieser Mensch das erzählt hat, habe ich gedacht, geil. Wenn wir das Spiel spielen, ich bin die Höhle. Basti identifiziert sich mit der Höhle. Ich identifiziere mich als dunkle Tropfsteinhöhle. Das ist halt auch sehr cool, weil die Höhle, die will ja das Spiel eigentlich nur in die Länge ziehen. Das heißt, sie guckt halt, dass dieses Dreiergefüge von sich gegenseitig hauenden Leuten halt nicht so der soll schwankt, weil wenn es halt schnell vorbei ist, dann kann die Höhle nicht gewinnen. Die möchte halt lange da sein, weil sie möchte halt größer und größer werden, damit sie zum Schluss auf alle zusammenbrechen kann und alle umbringt. So gut. Und das passt halt einfach super. Deswegen finde ich halt immer noch Vast das bessere Spiel. Ja. Und ich liebe halt auch, wie gesagt, den Drachen.
wenn man mit den Expansions spielt, dann kann man auch immer so einen Ersatzcharakter spielen. Also ich habe zum Beispiel auch schon mit dem Einhorn gespielt, das ersetzt dann den Drachen. Aber nichts ist halt so cool wie dieser Drache, der halt von dieser Ritterin abhaut und die Goblins, das ist halt super thematisch. Nichts ist so cool wie die Höhle. Nichts ist so cool wie die Höhle. Ich habe die Höhle vergessen, aber jetzt habe ich sie ja noch dabei. Haha, reingesneakt. Shame. Sneaky Höhle. Du darfst jetzt deinen letzten Pick nicht machen. Letzte Pick. Der letzte Pick ist mein Herzenspick. Weil, Achtung. Erzähl was. Ich häng fest. Na. Ich wollte ihn schubsen. Liebe Battlestar Galactica. Natürlich ist es Gaius Baltar. Es ist natürlich Gaius Baltar. Wenn man mich kennt, war es hundertprozentig klar, dass Gaius Baltar sein muss. Battlestar Galactica, schon relativ alte Serie, über 10, noch mehr Jahre alt. Die ersten 3 Staffeln kann ich euch unumwunden empfehlen. Das ist eine fantastische Science-Fiction-Serie, die viel gemacht hat, was heutige Serien nachgemacht haben. Sehr, sehr coole Charaktere, sehr, sehr coole Geschichte. In der 4. Staffel steigt, die ist nicht mehr ganz so gut, aber immer noch schaubar. Mein Lieblingscharakter, Gaius Baltar, so ein bisschen so der Wendehals, wo man nie so weiß, ist er jetzt auf der guten Seite, ist er jetzt auf der bösen Seite, was ist überhaupt die böse Seite, was sind so seine, ist der große Verräter, der den bösen Zylonen die Codes gegeben hat, die menschliche das menschliche Verteidigungsnetzwerk zu überbrücken, damit die dann erstmal die gesamte Menschheit auslöschen konnten auf den 13 Kolonien. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Super sympathischer Typ auf jeden Fall. Hat eine Frau im Kopf, die ganze Zeit mit ihm redet, ist super cool. Und wir waren mal auf einer Science-Fiction-Convention und da war halt das gesamte Battlestar Galactica-Cast auch vorhanden. Und ich werde das auch einblenden, ich habe halt auch ein Foto mit dem Mann gemacht, weil ich finde den Schauspieler cool, ich finde den Charakter cool. Ja, ich habe einen leichten Man-Crush, was das angeht. Es ist so weit, dass ich, wenn ich mit Freunden dieses Spiel gespielt habe, mir verboten wurde, Gaius Baltar zu spielen. Er darf das einfach nicht spielen, weil das Ding ist halt bei Gaius Baltar, der zieht halt 3 Zugehörigkeitskarten. Wie heißen die? Bei dem Spiel ist es ja so. Loyalitätskarten. Genau. So. Man bekommt dann Loyalitätskarten und das ist eine bestimmte Menge von bösen Karten und von guten Karten und er schiebt halt eine weitere böse Karte rein. Eine gute Karte. Und er hat halt 2 am Anfang, wo die anderen eine haben, das heißt, sie sind gut oder böse, hat er 2. Das heißt, er hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, böse zu sein. Und das macht die Leute wahnsinnig. Das macht nicht die Leute wahnsinnig. Basti macht das wahnsinnig, wenn er beschuldigt wird, der Zylon zu sein. Wenn man allerdings 2 Karten hat und alle haben nur eine Karte, dann ist die Chance halt schon höher, dass man der Böse ist. Und dann fängt man an, Basti zu beschuldigen. So, ich weiß gar nicht, warum ihr mich beschuldigt. Ja, du hast 2 Karten und jetzt hast du sogar 3 Karten. Und deswegen ist Battlestar Galactica mein absolutes Lieblings-Koop-Spiel. Oathsworn jetzt mal rausgenommen. Oathsworn ist ja bisschen noch ein anderes Spiel, aber in dieser Art, was Battlestar Galactica sein will, ist es mein absoluter Favorite, weil ab Runde 1 wird diskutiert, die Leute sind voll drin und sogar Leute, die die Serie noch nie gesehen haben, wir haben jetzt auf diversen Brettspielwochenenden mit Leuten gespielt, die haben die Serie nie gesehen, nach 1-2 Runden sind die voll drin im Thema, die haben keine Ahnung, was ein Zylone ist, völlig egal, aber das Spielsystem huckt einfach und ich liebe Battlestar und jeder, dem er erzählt, Battlestar ist doch alt, es gibt so viel bessere Spiele. Nein, gibt es nicht. Nicht für mich. Auch diese Abgrundtiefs, die jetzt irgendwie nachgekommen sind, für mich absolut indiskutabel. Battlestar Galactica, mein Herzensspiel und Gaius Baltar, der geilste Typ im Universum. Gesperrt bei uns in der Spielrunde. Kein Basti darf ihn spielen. So, als letztes habe ich ein Gaius, Spiel mit unglaublich vielen Figuren und da habe ich sehr unscheinbare Figur raus. Ja. Und es handelt sich um Mystic Battles Pantheon und wir haben halt alles davon. Wir haben jetzt den Typhon Pledge, wir freuen uns auch schon auf Ragnarök und ich habe hier rausgeholt Circe, lustigerweise eine der wenigen Figuren, die nicht ich bemalt habe, die hat tatsächlich mit Basti bemalt, die Wölfe habe ich bemalt. Unscheinbarer Charakter, wird immer drumherum gegriffen und das ist halt selber eine Heldin und es gibt halt Truppen, es gibt Helden, es gibt Monster und es gibt Götter. Und jeder spielt halt einen Gott und sobald der Gott gefällt wurde, hast du halt verloren. Oder du eine bestimmte Anzahl von Omphali gesammelt hast, so genau. Energie-Drops. Und ein richtig cooler Skirmisher, einer unserer Lieblings-Skirmisher, müsste eigentlich auch viel mehr auf den Tisch kommen. Ja. Wir müssen mal wieder ein Live-Play aufzeigen. Oder mit der Spielegruppe mal so 2 Spiele simultan oder so. Irgend sowas. Ja, also wie gesagt, wir haben auch mal einen auf dem Kanal gemacht, als Ragnarök kam. Also das müssten wir mal wieder machen. Super Charakter. Das Einzige, also man denkt halt so, komische Frau, ist auch nicht teuer, kostet tatsächlich nur 2 Rekrutierungspunkte, was recht günstig ist. Und sie bringt auch noch eine Art of War-Karte mit, was so Joker sind in dem Spiel.
Das Ding ist aber, sie hat eine passive Fähigkeit, weil sie kann einfach in ihrer Surrounding, also in ihren angrenzenden Feldern, kann sie einfach sagen, du Truppe, du bist jetzt ausgelöscht und da kommen meine Wölfe hin. Und wenn das erste Mal passiert, sind die Leute immer so, was hast du jetzt gemacht? Weil sonst musst du ja zumindest, Truppen sind zwar relativ schwach, weil es ist ja die kleinste Einheit, also die schwächste Einheit, aber du musst halt trotzdem auch Angriffe dafür ausgeben. Das heißt, du musst halt immer wieder hinlaufen, bezahlen und hast halt eine große Aktion ausgegeben. Und sie sagt dann einfach so, nee, und die Truppe kann halt 6 groß sein, puff, tot, Wölfe. So, und auf einmal hast du halt dann die Wolfsfraktion, die halt dann auch durch die Gegend haut. Die Wolfsfraktion. Und die anderen, die den gegnerischen Dings angreift. Und es kostet halt tatsächlich keine Karte. Es ist einfach eine Sofortaktion. Und das ist halt meistens bei Mystic Battles so, dass du Karten bezahlen musst. Also es gibt sehr, sehr, sehr mächtige Effekte. Die kosten dann auch diese Art of War Karten. Und die hast du halt selten, weil du brauchst halt die Joker. Ja. Und dass sie das halt einfach so machen kann und dass sie dann halt auch natürlich auch noch Wölfe hinstellt und wir natürlich als Wolfsfan, oh, Wolfsmodelle, ja. Yay. Und ja, ist einfach ein cooler Held, ist halt auch nicht einer von diesen Kloppo-Draufhau-Helden. Und es ist einfach immer wieder cool, wenn das passiert. Ich hatte tatsächlich mehrere überlegt. Ich hatte noch überlegt den Manticore. Das ist halt so eine richtig fette Figur, die man drauf macht. Die ist aber teurer als ein Gott tatsächlich. Ja. Da muss man halt gucken, dass man sich da nicht so ein bisschen vergreift, was gilt von der Armee her. Und es waren noch ein paar andere, also Sisyphus finde ich zum Beispiel auch ein sehr starker Charakter, wo auch immer drumherum gegriffen wird. Also es sind sehr viele Helden, also es ist beinahe schon zu viel. Ich finde es gar nicht schlecht, dass Baragnarok halt weniger ist. Stimmt wohl. Weil es gibt halt so viele Helden, die auch relativ gleich aussehen, ob es dann der Achilles ist oder Persephone oder sonst was. Genau, also es sind dann, sie sehen sich dann irgendwann relativ ähnlich. Aber also gerade bei den Helden sind so ein paar versteckt, die halt richtig geil sind, die richtig reinhauen. Und das ist halt auch wirklich so, das kann halt ein Gamebreaker sein, wenn du da eine Fraktion hast, die blockiert zum Beispiel gerade was weg, Truppenfraktion zum Beispiel. Auf einmal ist die halt weg und gehört halt dir und du läufst halt mit dem Amphalus einfach weg. Und du hast halt auch noch zusätzlich halt die Truppenfraktion, also super stark. Und das ist halt auch thematisch einfach super passend. Wenn man halt die Odysseus-Sage kennt, Circe hat halt die Crew von Odysseus in Schweine verwandelt. Aber alle anderen davor hat sie in Wölfe und Bären verwandelt. Und das heißt, man versteht das. Wenn man so ein bisschen diese Odysseus-Sage kennt, dann weiß man halt auch, was da passiert. Da passiert nicht irgendwas komplett Verqueres, was man dann noch erklärt kriegen muss, sondern es ist Circe. Natürlich macht die das. Natürlich verwandelt die meine Leute in Wölfe und wirft nicht irgendwelche Blitze vom Himmel oder irgendwas. Das ist einfach thematisch sehr, sehr gut erfassbar. Und deswegen ist es einfach mega cool. Und es ist halt, ich muss meine Truppen erstmal dahin schieben. Das kostet mich Bewegungspunkte und Aktionen. Und dann kommt Sarah an. Weg, jetzt sind meine. Jetzt sind meine Doggos. Das ist so demoralisierend. Man möchte halt die ganze Zeit dann auf Zürze hauen. Aber während man auf Zürze haut, kann Sarahs restliche Armee natürlich schalten und walten. Also mega gute Figur auf jeden Fall. Thematisch genauso wie spielmechanisch. Cool. Ja, also auch im Zeichen, dass halt auch kleine Figuren was können. Wie gesagt, auf Ragnarok freuen wir uns auch schon mega, aber das wird auch, ich denke mal, vor Ende nächsten Jahres wird das nichts, wenn man sich so ein bisschen mit Kickstarter auskennt. Und ja, von daher, wenn ihr das habt, und ich glaube, die ist sogar im Grundspiel drin, ja, weil in dem Foam, wo ich sie gerade rausgeholt habe, das ist der vom Grundspiel. Das ist wir haben für den so Welten viel drin. Davon, ich weiß nicht, wo was reingehört. Und ja, es ist halt schon eine, die halt nicht groß mit der Erweiterung dazu kaufen müsst. Und von daher, wenn ihr das Spiel habt, dann probiert, greift nicht um Zürze drumherum, sondern probiert Zürze einfach mal aus, weil auch Truppen eine sehr unterschätzte Sache bei dem Spiel sind teilweise. Wer vor allem nach den 1.5-Regeln, da sind sie noch um einiges besser. Genau. Falls ihr die noch nicht gespielt habt, falls ihr das Spiel habt, aber euch nie um die 1.5-Regeln gekümmert habt, guckt euch die unbedingt an, weil da werden viele Sachen, die vorher schlecht waren, richtig gut. Ja, auch ein Kumpel von uns war so, ja, Truppen, oh, das ist immer voll doof, ich möchte am liebsten gar keine Truppen haben. Und man sagt, Monster. Sie sind halt super unterschätzt, also Truppen wie auch Helden. Man will natürlich immer auf die bling-bling-fetten Monster gehen. Klar, wenn da so eine große Figur steht, aber ja, wie gesagt, eine Menge cooler Helden und eine Menge cooler Truppen. Die Frage ist, gibt es eine Höhle? Nee. Warum sollte man es dann spielen? Es gibt glaube ich, eine Höhlen-Map, wo man reinlaufen kann und so. Kann ich die Höhle sein? Du darfst alles sein, was du willst, mein Schatz. Uns würde auf jeden Fall interessieren, was sind eure Lieblings-asymmetrischen Fraktionen? Was sind so eure Lieblings-Spielfiguren in irgendwelchen Spielen? Wir haben natürlich noch viele, viele, viele Spiele gar nicht gespielt, wo man irgendwie so sehr abwechslungsreiche Figuren spielen kann, was ich hier Marvel Crisis Protocol und ähnliches. Verteidigung von Preukon wäre natürlich auch so, dass man lieber die Menschenseite und
Aliens. Was mir gerade noch einfällt, was mir auch gar nicht eingefallen ist, Tsukuyomi. Super asymmetrische Fraktion. Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass du was von Tsukuyomi hättest. Hätte ich auch gedacht. Ich dachte, du nimmst die Kampftruppe. Ich stand nämlich da vor und dachte so, ja, nimmst du jetzt eine Tsukuyomi-Truppe? Und dachte ich so, Aber man sieht, ich hätte mindestens noch 5 gehabt, plus Sachen, an die ich gar nicht gedacht habe. Die Höhle, Tsukuyomi. Also, ich könnte noch meine liebsten asymmetrischen Fraktionsspielfiguren Part 2 machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Ansonsten darf Sach jetzt abmoderieren, bevor ich gleich noch erzähle, warum ich Gaius Balta total cool finde. Wahrscheinlich sind die jetzt alle schon eingeschlafen bis zu diesem Moment. So, oh, nee, die sind alle schon dabei. Die gucken Liste. Alle schon, wo sie die ersten 3 Staffeln Battlestar Galactica gucken können, weil es nämlich total cool ist. Bestimmt. Oder Attack on Titan. Ja, das ist vielleicht eher noch. Oder kaufen sie Warst. Ja. Alles gute Spiele. Influencer gerade Influencer. Ich hatte nämlich auch gedacht, du nimmst Flashpoint wieder deinen Gamebreaker. Der Löschfahrer. Oh, den Löschmann! Den Löschmann! Der hat nämlich bei Basti auch gesperrt. Nein! Weil der nämlich auch ein bisschen das Gamebreak. Wir brauchen definitiv ein drittes Video. Ey, ich habe so viel. Das ist halt so eine von meinen Pet-Peeves bei Brettspielen, wenn man halt was sein kann, was die anderen nicht sind. Also. Fraktion 3. Aber ist Pet-Peeves nicht was Negatives? Nö, ich glaube nicht. Das ist einfach was man gerne hat. Ja, also wir spielen es halt tatsächlich gerne und ja, wie gesagt, ich hätte auch die eine oder andere Sache noch gedacht, die Basti dazu nimmt, aber anscheinend ist er von Fantasy Flight bezahlt worden, um dieses Video zu machen. Das waren die Spiele, die mich am ehesten angesprungen haben. Gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, unsere Laberei und ja, wie gesagt, wie Basti schon sagt, schreibt mal eure Lieblingsfraktion oder halt Spiele, die asymmetrisch aufgebaut sind, die wir uns auf jeden Fall mal anschauen sollten, weil da stehen wir auch drauf, total. Auf jeden Fall. Die sind ja meist auch etwas thematischer. Ich denke auch zum Beispiel, wenn wir jetzt noch ein bisschen später gewesen wäre, das Video, hätte ich zum Beispiel auch schon bei Revive was zu sagen können. Ja. Das ist jetzt auch sehr asymmetrisch, da haben wir aber zweimal gespielt. Also man braucht schon so ein bisschen, man muss auch ein bisschen durchprobieren, bevor man dann sagen kann, so, ah, das ist aber schon mein Lieblingscharakter. Da werden wir sehen. In dem Sinne... Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Subscribe da, lasst einen Kommentar da und lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Asynchrone Grüße.